Nach dem deutschen Grundgesetz, insbesondere eben Artikel 14 Grundgesetz, sind Enteignungen zum Wohl der Allgemeinheit zulässig gegen Entschädigung. Das ist im Recht immer noch eine Ausnahme, passiert aber öfter, als man denkt, insbesondere zum Beispiel für den Bergbau und auch für Straßenbauvorhaben. Selbst für gemeindliche Bebauungspläne darf Grundstück enteignet werden, wenn es denn im Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist. Ganz zentral also ist immer festzustellen, ist es erforderlich und welche Gründe gibt es eigentlich, um tatsächlich den Grund und Boden privater in Anspruch zu nehmen. Im Bergrecht heißt dieses Institut nicht Enteignung, sondern Grundabtretung. Und dazu wurden schon viele Prozesse geführt. Es gibt ein ganz zentrales Urteil dazu des Bundesverfassungsgerichts aus 2013, wo es festgestellt hat, dass die Anforderung an die inhaltliche Abwägung bei der Enteignung ganz hoch zu setzen sind und tatsächlich die privaten Rechte eine große Rolle spielen. In Deutschland gibt es das Bundesberggesetz und in dem sind die verschiedenen Stufen und Maßnahmen beim Bergbau geregelt. Da sind zum einen die Zulassungen, die die Bergbautreibenden bekommen, hier also zum Beispiel RWE oder in der Lausitz die LEAG. Da geht es um Rahmenbetriebspläne, Hauptbetriebspläne und ganz viele technische Anforderungen, die die Bergbehörde stellt. Auf der anderen Seite ist damit auch immer zwingend verbunden die Inanspruchnahme von privaten Grundstücken und manchmal eben auch ganzen Dörfern, wie es auch hier immer noch geplant ist im Rheinischen Revier. Die Vergangenheit hat sehr viele Enteignungen und Grundabtretungen gesehen und auch viele Verfahren diesbezüglich vor den deutschen Gerichten. Bisher galt immer, Bergrecht hat Vorrang, der Abbau der Ressource ist für die Versorgung mit elektrischem Strom so wichtig, dass die Eigentumsbelange und auch Heimat als Belang zurückzustehen hatten. Das Bundesberggesetz besteht immer noch unverändert, mit oder ohne dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts und mit oder ohne dem deutschen Klimaschutzgesetz. RWE hat eine Abbaugenehmigung im Tagebau Garzweiler und nach dem Kohleverstromungsbeendigungsgesetz, also dem Kohleausstiegsgesetz, soll dort auch noch bis 2038, vielleicht auch nur bis 2035 Abbau erfolgen. Aus meiner Sicht ist eine Enteignung, also eine Grundabtretung, bei den momentanen Verhältnissen und vor allem aufgrund der Bedeutung des Klimaschutzes und jeder Tonne CO2 nicht mehr zulässig. Allerdings hat das Verwaltungsgericht Aachen das in der ersten Instanz im Eilverfahren gerade anders gesehen und argumentiert, dass der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts an der Rechtslage nichts ändert, dass eine energiepolitische Notwendigkeit für die Inanspruchnahme von Lützerath und damit auch vom Eigentum von Eckart Heukamp besteht. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus März diesen Jahres und auch auf Grundlage der Sondierungsgespräche ist klar, der Kohleausstieg wird vorgezogen. Das Kohleausstiegsgesetz wird angepasst werden müssen, sodass die Zeiträume und auch die Kohleverstromungsmengen, die dem zugrunde liegen, eigentlich gar nicht mehr da sind. Das ist auch im Grunde unstrittig. Frage ist nur, welchen rechtlichen Befund hat das zur Folge? Hat das überhaupt irgendeine Auswirkung auf die jetzt voranschreitende Abbaggerung von Lützerath? Meines Erachtens nach muss das der Fall sein. Man kann nicht weitermachen wie bisher. Man muss anerkennen, dass weder der Rahmenbetriebsplan Garzweiler so ausgeführt werden wird, noch der Hauptbetriebsplan jetzt 2020-2022 und dass der Gesetzgeber zunächst einmal die Möglichkeit haben muss, den energiepolitischen Bedarf und auch die konkreten Strommengen und Kohleverstromungsmengen neu festzulegen. Das Klimaschutzgesetz ist gerade angepasst worden. Unstreitig, auch das hat das Gericht hier in dieser Sache anerkannt, wird es eine Nachbesserung geben müssen. Die Argumentation des Gerichts ist aber, solange nicht feststeht, dass die Klimaschutzziele Deutschland unerreichbar sind mit dem Vorhaben, ist das Vorhaben zulässig. Das ist aus meiner Sicht eine falsche rechtliche Argumentation. Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Die 60 Millionen Tonnen Kohle, die hier abgebaggert werden, ganz konkret, würden Deutschland ganz erheblich bei der Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels helfen und würden einen schlüssigen Klimaplan 2050, 2045, der tatsächlich die Klimaschutzziele erreicht, auch möglich machen.
Im Rahmen der bergrechtlichen Enteignung, also der Grundabtretung, wird geprüft, ob die Inanspruchnahme erforderlich ist. Das heißt also zum Wohl der Allgemeinheit zwingend. Ich glaube, dass sich durch die Realitäten des Treibhausgasbudgets hier eine Änderung ergeben hat, und zwar eine ganz wesentliche. Bislang schauten die Gerichte, auch das Bundesverfassungsgericht, vor allem auf das Gemeinwohl im Hinblick auf die Versorgung des Marktes mit Strom und mit Braunkohle, die dafür zu verfeuern war. Nach dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts muss Gemeinwohl auch heißen, jede Tonne CO2, die wir nicht verbrennen, hilft und schützt zukünftige Freiheitsrechte. Das Bundesberggesetz kennt neben der eigentlichen Grundabtretung auch ein ganz bestimmtes Institut, um den Besitz an Grundstücken zuerst einmal zu erhalten, bevor tatsächlich der Eigentumsübergang geklärt werden kann. Das sind rechtliche Feinheiten, aber hier vorliegen ganz, ganz wichtig, denn eine vorzeitige Besitzeinweisung kann nur funktionieren, wenn es wirklich dringlich ist, wenn also die sofortige Inanspruchnahme der Grundstücke in Lützerath für den Abbau und für die Versorgung in Deutschland zwingend ist. Das ist meines Erachtens nicht der Fall. Das Verwaltungsgericht Aachen hat aber auch das anders gesehen. Die vorzeitige Besitzeinweisung hier vorliegend bedeutet nichts anderes, als dass ohne das im Hauptsacheverfahren, also im eigentlich tiefergehend geprüften Verfahren um die Enteignung, die Grundabtretung, überhaupt abzuwarten, der Hof zerstört, abgebaggert wird und damit letztlich die Rechtssache komplett vorweggenommen wird im Eilverfahren. Und das ist eigentlich etwas, was das deutsche Rechtssystem zu vermeiden versucht. Eckart Heukamp befindet sich in einem Eilverfahren. Das bedeutet, er klagt darauf, dass seine Klage gegen die vorzeitige Besitzeinweisung wieder aufschiebende Wirkung entfaltet. Heißt also, dass nicht abgebaggert werden darf, solange nicht im Hauptsacheverfahren entschieden ist. Das Oberverwaltungsgericht Münster wurde gerade angerufen in der zweiten Instanz in diesem Eilverfahren und wird jetzt hoffentlich auf unseren Antrag hin zunächst einmal eine Zwischenverfügung erlassen. Eine solche Zwischenverfügung bedeutet nichts anderes, als dass das Gericht sich selber Zeit nimmt, um den Fall überhaupt anzuschauen und zu entscheiden. Und das ist hier besonders wichtig, weil nach dem Bescheid der Behörden in Nordrhein-Westfalen der Hof von Eckart Heukamp schon am 1. November, also in wenigen Tagen, in Besitz genommen werden könnte, also von RWE eingenommen und abgebaggert werden könnte.